Dich wird niemand vermissen! Ah, hey, pass gefälligst! Ah. Du wagst es, mich zu stören. Ihr wollt damit aufhören! Jetzt wirst du bluten. Das wird nicht lange dauern. Bleib. Ich werde dich zerstören wie einen Baum. Bleib stehen, Mora. Du bist kein Gegner für mich. Oh.
bist kein Gegner für mich. Du wirst sterben. Ich hab dich jetzt Enos, gewähre mir die Kraft deines Segens. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Nordmar ist befreit. Die Clans stehen für immer in deiner Schuld. Keine Summe Gold ist groß genug, unsere Schuld zu begleichen. Moment. Ja? Was ist mit einer Waffe? Eine gute Wahl. Hier, nimm ein Schwert. Du bist ein würdiger Träger.
Enos zum Große Wanderer. Du bist der erste Gast seit der neue Magier hier aufgetaucht ist. Es tut gut, mal wieder einen Fremden zu sehen. Was machst du hier? Ich halte Ausschau nach dem Auserwählten. Meister Altus sagte, dass er kommen wird. Er wird uns retten. Ich bin der Auserwählte. Lass das. Mit so etwas macht man keine Scherze. Ich bin sicher, der Auserwählte wird kommen. Welcher neue Magier? Milton. Er ist noch nicht lange da. Aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Milton ist hier? Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen, als wenn er schon viel erlebt hätte. Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Enos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle. Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja, er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Was gibt es im Kloster? Zurzeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Geh am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Kannst du mir Zauber beibringen? Nein. Nur Meister Altus und Meister Dagoth sind mächtig genug, Magie zu wirken. Mit dem Verlust der Runenmagie habe ich alle Magie verloren. Ich kann nur noch Spruchrollen benutzen. Und auch die erschöpfen mich mehr als früher. Hast du es schon mal mit Mana-Tränken versucht? Nein, sie sind hier sehr selten. Hast du welche? Ja. Kannst du mir 5 davon geben? Dann kann ich endlich wieder zaubern. Was bekomme ich für die Mana-Tränke? Ich bin nur ein einfacher Diener Innos. Was könnte ich dir schon geben? Was ist mit Spruchrollen? Einverstanden. Ich habe eine Spruchrolle der Wiederbelebung. Sie ist sehr wertvoll, aber ich kann sie eh nicht benutzen. Ich bin nicht stark genug. Hier sind deine Tränke. Sehr gut. Hier ist deine Spruchrolle. Wenn du sonst noch was brauchst, kannst du ja mal gucken, was ich dir anbieten kann. Zeig mir deine Ware. Noch nicht. Beweise erst einmal, dass du es auch wert bist. Du bist in Ordnung. Enos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich forsche. Früher, vor dem Zwischenfall mit den Runen, war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Kannst du mir was beibringen? Oh ja. Ich habe viele alte Bücher studiert, um hinter das Geheimnis der Magie zu kommen. Aber es ist hoffnungslos. Die Theorie habe ich verstanden, aber mein Geist ist einfach nicht stark genug. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas über das längst vergessene Wissen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe in der Bibliothek ein sehr altes Buch gefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, darin findest du viel altes Wissen. Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsclan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist. Hier ist der Stein. Ja, endlich! Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Jetzt wird alles gut. Hier,
Dieses alte Buch habe ich in der Bibliothek gefunden. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Hier steht etwas über die alte Magie. Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich bete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Du nicht? Nein. Für mich ist es eine Prüfung. Eine Prüfung des Glaubens und der Entschlossenheit. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. Kannst du mir was beibringen? Ich bin ein guter Kämpfer. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Innos zu Gruße. Was führt dich zur Bibliothek? Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Dann bist du hier richtig. Ich habe viel Zeit in diesen Katakomben verbracht und das Wissen unserer Vorväter studiert. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ich will mich nur mal umsehen. Die oberen Kammern stehen zu deiner Verfügung. Aber sei vorsichtig und entwende bitte nichts. In den unteren Kammern lagern die ältesten Schriften der Bibliothek. Nur geschultes Personal darf dort hinein. Die Gefahr, dass etwas zerstört wird, ist zu groß. Wenn du weißt, wonach du suchst, komm wieder zu mir. Ich suche den 5. Tempel des alten Volkes. Hier gibt es keine Tempel, nur Eis, Berge und Orks. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein Ring. Er wurde vor 1000 Jahren aus der Wüste nach Norden gebracht. Nein, das sagt mir nichts. Vielleicht findest du etwas in den Chroniken der Herrschaft. Was sind das für Chroniken? Dort steht die gesamte Geschichte unseres Ordens. Vor allem auch aus den frühen Jahren unseres Ordens. Gut, wo finde ich das Buch? In der Bibliothek. Allerdings gibt es da ein Problem. Was für ein Problem? In dem Buch stehen viele Geheimnisse. Deshalb haben wir es durch Magie versiegelt. Nur uns Magiern war es möglich, das Buch zu lesen. Wo ist das Problem? Durch den Verlust der Magie kann niemand vorhersagen, was passiert, wenn wir das Buch öffnen. Du musst sehr vorsichtig sein. Wo finde ich die Chroniken? Sie sind in der Bibliothek, unterste Etage. Bring mir etwas über alte Magie bei. Was ist? Oh, wir haben Besuch. Bist du? Nein, das ist unmöglich. Obwohl, die Haare, die Nase, du bist es wirklich. Innos, sei gesegnet. Endlich bist du gekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Wie denn? Nun, irgendwie, größer. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Mal sehen. Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber ich versichere dir, wir werden dir mit all unserer Kraft helfen, deine Aufgaben zu erfüllen. Jetzt bin ich beruhigt. Er hat mir von deinem Kampf gegen den Schläfer berichtet. Und auch, wie du den untoten Drachen besiegt hast. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist, die Menschen zu retten als dich. Auch du wirst das früher oder später erkennen. Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Dieses Kloster ist Hort alten Wissens. In unserer Bibliothek lagern Schätze von unermesslichem Wert. Dargoth, unser Bibliothekar, wird dir helfen. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Kannst du mir was beibringen? Ich beherrsche noch die Kunst der wahren Magie. Wenn du willst,
versuche ich, sie dich zu lehren. Abgesehen davon bin ich ein ganz passabler Alchemist. Wenn du auf der Suche nach Zaubern bist, solltest du dich auch an Dagoth wenden. Er kann dir bestimmt auch ein paar Zauber beibringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich bringe Feuerkelche. Ah, Milton wird sich sehr darüber freuen. Am besten bringst du sie direkt zu ihm. Halt! Niemand kommt zum Heiligtum. Niemand? Niemand ohne Erlaubnis von Meister Altus. Ich muss zu Milton. Ohne Erlaubnis darf ich niemanden hineinlassen. Es ist wichtig. Gut, du darfst passieren. Ah, da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzt. Wieso hast du mich erwartet? Du hast ein Talent dafür. An diesem Ort kann Großes geschehen. Da kannst du nicht fern sein. Was wird hier geschehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du hier bist, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass hier was passiert. Einst ist Innos an diesem Ort auf unsere Welt herabgestiegen. Vielleicht hat er nur auf dich gewartet. Wieso sollte er? Im Moment scheint das Schicksal immer auf dich zu warten. Der Schläfer könnte noch Zufall gewesen sein. Der Drache? Jakindar? Sehr unwahrscheinlich. Du bist was Besonderes und du spielst eine besondere Rolle. Wie bist du hierher gekommen? Mit Olivier, dem Paladin. Ich bin ihm in Myrtana begegnet. Er hat mir vom Kloster und den Feuerkelchen berichtet. Ich habe mich ihm angeschlossen. Vielleicht hätte ich es ohne ihn auch nicht geschafft. Hast du die Magie gefunden? Ja, ein paar Sprüche hat mir Innos gewährt. Wenn du willst, kann ich versuchen, sie dir beizubringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Was soll ich tun? Das weiß ich nicht. Aber solange du es auch noch nicht weißt, kannst du mir bei den Feuerkelchen helfen. Einen von ihnen habe ich schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Wo soll ich nach den Feuerkelchen suchen? Wir haben einige Paladine und auch einige unserer Ordensbrüder entsandt, um die Kelche zu finden. Geh und halte Ausschau nach ihnen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon mehr. Verstehe. Erzähl mir mehr über die Feuerkelche. Ich habe herausgefunden, wie wir mit ihrer Hilfe den Paladinen ihre Magie wiedergeben können. Die Kelche wurden für die ersten Paladine geschmiedet. Hier in dieser Höhle, in Innos reinigendem Feuer, band man starke Magie in diesen Kelchen. Ein Paladin, der aus einem der Kelche trank, wurde so von Innos Macht erfüllt, dass er in der Lage war, Magie zu wirken. Aber das ist lange her. Im Laufe der Jahre wurde ihre Kraft immer schwächer und geriet in Vergessenheit. Runenmagie ersetzte ihre Funktion. Das nennt man wohl Pech. Ihre Kraft ist nur erloschen, nicht zerstört. Hier an diesem Ort können wir ihnen ihre alte Kraft zurückgeben. Wie genau willst du den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben? Wenn wir alle 12 Kelche haben, müssen wir sie in das heilige Feuer werfen. Und dann? Dann werden sie von Innos Macht erfüllt werden. Anschließend müssen wir sie nur noch den Paladinen bringen. Hier, nimm meinen Feuerkelch. Er ist bei dir besser aufgehoben. Jetzt suche die restlichen Feuerkelche und bringe sie hierher. Ich habe alle Feuerkelche gefunden. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, mein Freund. Dann wirf sie jetzt ins heilige Feuer. Schnell! Das kenne ich schon.
Hier steht was über Alchemie. Hier steht nichts Neues. Und Roba führte Krieg gegen die Orks. Und Innos Zorn fuhr auf sie herab. Und Roba war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm: Hier sollst du dein Reich gründen. Und Roba tat es. Abgebrochen. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan, und es war der Clan des Feuers.